Heute ist es also soweit, dass die Reliquie fertig an Ort und Stelle steht und am kommenden Donnerstag von hier aus nach Deutschland zunächst einmal nach Kevela fliegen wird. Und ich darf von hier aus alle grüßen, die schon in Erwartung der Reliquie, des Reliquienschreins der heiligen Bernadette sind. Wir freuen uns auf eine Begegnung. Es soll ja genau dazu dienen, dass ein Ort der Begegnung, dass dieser Ort der Begegnung fortgesetzt wird an den verschiedenen Stationen. Und es sind viele Stationen in Deutschland, die auf den Besuch nun warten. Und wir haben nicht nur die Reliquie, den Reliquienschrein versiegelt, sondern auch ein Gebet gesprochen, damit diese Reise zum Segen für viele wird. So segne uns und alle, die in den kommenden Tagen der heiligen Bernadette im Reliquienschrein so nahe sein werden, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.